genau so sehe ich auch. Der ist genau wie ich, aber noch extremer und ein bisschen. Aber auch eine Daniela ist ein Selbstinszenierer. Machen wir uns nichts vor. Ja, ja. Und Melanie ja sowieso. Wir müssen eh gegen jeden bestehen. Ich kann probieren, vielleicht zwei Starke mal gegeneinander antreten zu lassen, aber das ist ja auch schwierig. Ja, aber dann müsste man halt einmal bei einer Abstandsstimmung eine Daniela gegen einen Danny haben. Wenn nur die zwei da sind, muss der Zuschauer ja entscheiden. Dann hätte man mal einen raus. Ohne Intrigen kommst du nicht weit. Ja. Ja, der Bauer kalkuliert, ne? Muss ich, wenn ich überleben will. Ja. Die Welten weit voneinander entfernt, die Herzen aber sind Nachbarn. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so einen wie dich treffe. Ja, so eine schöne Mensch mit selbe Charakter wie ich. Ich mein's. Danke. Danke dir. Da bin ich sehr geschmeichert auch so. Ne? Uwe ist ein Mensch vom Bauernhof, ne? Und ich bin Welt vom Glamour, Fashion. Wir sind total zwei Welten. Aber ich kann jetzt sagen, wirklich, wir sind zwei Gleichherzen. Und Menschen sind Menschen. Und da draußen sollten viele Menschen sich Gedanken darüber machen. Ina hat sich heute beim Aufstehen gedacht, komm, heute ziehe ich mal nur etwas Nähgarn an und gehe damit in die Sonne. Die Jungs und auch die verzauberten Mädels da draußen an den TV-Endgeräten sollten jetzt lieber mal eine Herztablette nehmen. Auf ihren Fernsehbildschirmen zu Hause kann man sicher gleich Spiegeleier braten. Heilige Maria! Ja, ich konnte mich ja heute erst mal richtig zurecht machen. Deswegen sieht das anders aus als sonst. Oh, jetzt ein bisschen übertreiben. Jetzt macht sie ganz braun den ganzen Körper. Schau. Die Kameras sind da, ne? Ja, gib mal, gib ja, ja. Oh. Das ist sehr gut. Fabulous, fabulous. More sexiness, more sexiness. Ich bin fabulous, fabulous. Sex sells. Beim Anspruch für eine Partnerin liegt die Messlatte bei Erik ja bisher eher knöchelhoch. Das soll sich nach seiner Rückkehr zur Erde ändern. Der Modekönig in Spee hat da ganz genaue Vorstellungen. Ich weiß da genau, wie du bist. Du kommst hier raus und du guckst erstmal deine Instagram-Nachrichten durch, ob da schon wieder irgendwas dabei ist. Oh, hier, guck mal, Lara, 21. Oh, guck mal, das ist doch eine hübsche, oder? Hallo, Erik, ich würde dich gerne kennenlernen. Hallo? Ich kenne dich doch. Ey, Vermelde, du könntest echt Psychologe werden, Alter. Erik wird natürlich hier rauskommen und wird wahrscheinlich dann wieder in tausenden verschiedenen Beziehungen gefangen sein. Ich will nach Promi Big Brother eine feste Freundin haben. Nein! Ich hab keinen Bock mehr auf diese Aufreißer, Blödsinns, Kacke. Big Brother, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Hallo, mein Name ist Erik Sindermann, ich bin 33 Jahre alt. Neuerdings bin ich Abpromi. Was du können musst, hübsch sein, blonde Haare, schwarzer, egal. Figur muss auch irgendwie so sportlich sein. Du musst in der Küche talentiert sein, ab und zu kannst